Schön, dass ihr da seid. Kommt mit. Hi, ich bin Janik, ich bin 22 Jahre alt und ich erzähle euch heute von meinem ersten Enduro-Rennen. Ich wohne in einem kleinen Dörfchen in Berghaupten. Das liegt am Rande vom schönen Wald, dem Bellenwald. Und ja, hier gibt es unglaublich viele Trails und zum Radfahren mega schön. Und ja, ich bin echt froh, hier zu wohnen. Dann waren leidenschaftliche Radfahrer und mein Dad hat mich dann mit 3 Jahren zum ersten Mal auf ein Rad gesetzt. Und ja, das war relativ früh, aber ich habe auf jeden Fall schon so die Leidenschaft für das Radfahren auch mitentwickelt. Wir sind eine mega sportliche Familie und ich kam besonders durch meinen Dad und durch meine Mom auch zum Radfahren. Die haben mich immer überall mit hingenommen und dadurch hatte ich für einen ganz tollen Zugang. Früher bin ich relativ viele Skirennen gefahren und dadurch habe ich den Ehrgeiz und auch den Wettbewerbswille entwickelt. Und wollte mich irgendwie schon immer mit irgendwelchen messen und wollte immer der Bessere sein. Nach dem Skifahren habe ich im Endeffekt angefangen mit Enduro-Rennen. Und mein erstes Rennen war in Frankreich, das war 2017. Ich habe mich da relativ früh schon mit einem Kollegen dort angemeldet. Und ja, dann sind wir ganz früh morgens los. Es war in Saint-Marie-au-Mont, das ist im Elsass in Frankreich. Wir sind angekommen und hatten erstmal gar keinen Plan, wie das überhaupt abläuft. So das Gefühl beim ersten Rennen, dass auf jeden Fall mit komplett ins kalte Wasser geschmissen. Man weiß gar nicht, was auf einen zukommt. Also man hat auf jeden Fall Adrenalin, weil man weiß genau, jetzt geht's runter und es wird anspruchsvoll und vielleicht auch ein paar Sprüngen und so. Bei mir war es damals so, ich bin in der ersten Kurve gefahren, direkt geflogen. Das war so, okay, ich weiß jetzt, was ich mache. Und ja, ich meine, die Erfahrung bringt es auf jeden Fall mit und man wird auf jeden Fall immer besser und besser von Rennen zu Rennen und man lernt deutlich mehr über das Radfahren und auch über die Strecken und wie man sich verhalten muss. Mix eigentlich aus Ausdauertraining und Krafttraining, was relativ wichtig ist, auch für Enduro-Rennen. Und ja, da tue ich im Endeffekt im Winter relativ viel Joggen und tue so meine Grundlagenausdauer mir antrainieren. Und wenn es dann Richtung Sommer geht, dann deutlich mehr aufs Rad sitzen und auch einfach fahren und fahren und fahren. Allerdings haben wir hier auf jeden Fall im Schwarzwald mega viele Trails und ich war besonders auch bei uns zu Hause auf meinen Home-Trails unterwegs, aber auch in etlichen Bikeparks und ja, genau, da hat man auch schon viel gelernt. Mittlerweile versuche ich eigentlich so oft wie möglich in Rennen zu fahren, wie es halt zeitlich passt mit Studium, mit Freizeit. Also die letzten Jahre hatte ich eigentlich immer so im Schnitt 4 bis 5 Rennen, die ich gemacht habe. Und ja, immer mit Freunden und wir hatten immer eine gute Zeit. Unterschiedliche Bikesportarten. Es gibt da zum einen noch Downhill, es gibt Cross-Country und eben auch Enduro. Und Enduro hat mir am besten eigentlich gefallen, da ich hier einfach auch mit meinen Kollegen unterwegs sein konnte. Die Atmosphäre ist deutlich entspannter wie auf einem Cross-Country-Rennen, weil du halt dort im Endeffekt immer unter dem Renndruck bist. Und beim Enduro-Fahren kannst du ja echt Zeit lassen beim Hochfahren und es zählt nur die Zeit runter. Und im Unterschied zum Downhill-Rennen, beim Downhill-Rennen-Fahren, da hast du quasi nur einen Lauf. Und der zählt im Endeffekt. Beim Enduro-Fahren hast du halt unterschiedliche Stages. Der Rennsport hat mich auf jeden Fall geprägt. Besonders dahingegen, dass man im Endeffekt, wenn man etwas anfängt, wie zum Beispiel beim Rennen, dass man das einfach zu Ende macht. Also ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, an so einem Rennen teilzunehmen. Das ist echt eine coole Erfahrung und auch immer ein cooles Event. Zum einen ist man stolz, weil man es einfach dann zu Ende gefahren hat, dass man einfach das auch geschafft hat und gemacht hat.
Und zum anderen lernt man aber auch mega viele Leute kennen. Und das ist auf jeden Fall eine richtig coole Community, wo man da drinnen ist. Und das kann ich jedem empfehlen, da einfach mal mit reinzuschauen.